Willkommen zu Frequent Traveler TV und diesmal auch wieder Mario als erstes. Ich weiß gar nicht, warum das so schlecht eingestellt ist. Ich kann mir das nicht merken. Aber nun gut, jetzt seht ihr uns beide wieder. Also willkommen zu Frequent Traveler TV zur heutigen Ausgabe. Es geht heute um ein Thema, was Mario sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um die Einreise in die USA. Und da gibt es eine neue Entwicklung, die ihn mit Sorge, wie nennt man das, mit Sorge befällt, mit Sorge bedacht wird. Die Sorge bereitet. Die ihm Sorge bereitet, also in Sorgebereitschaft ist. Und insofern glaube ich einfach, dass wir das Thema besprechen sollten. USA, wie sieht es aus? In meinen Augen, Mauritius öffnet wieder für Geimpfte. Es hieß ja auch lange, USA öffnen für Geimpfte im September. Das ist jetzt irgendwie auf November. Es gibt da Indikatoren. Aber lasst uns darüber erstmal sprechen, nachdem Mario euch Hallo gesagt hat und das Intro kommt. Hallo und nun das Intro. Mein Name ist Lars und ich bin hier, um euch mehr Meilen und mehr Punkte zu bringen. Und auf der anderen Seite ist Mario und er ist? Ist Mario und der versucht genau dasselbe. Das ist richtig. Und heute haben wir ein Thema für die Leute, nachdem sie uns abonniert haben, nachdem sie uns kommentiert haben, nachdem sie uns geliked haben und die Glocke gemacht haben. Ihr habt die Glocke gemacht. Auf jeden Fall, lange Rede wieder, ist das Thema doch zu ernst, um da Witze drüber zu machen. Mario wollte ja schon im Juli fliegen. 4. Juli war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, 14. 14. Juli, also pünktlich zu meinem Geburtstag. Wer Geschenke geben will, ist zu spät. Also insofern, was hat es da an Bewegungen gegeben? Was belastet dich an dem Thema? Es hat gar keine Bewegung gegeben und das belastet mich halt. Sind ja immer nur mehrere Ankündigungen gemacht worden, auch als die Bundeskanzlerin in den USA war, hat Herr Biden oder Präsident Biden ja zugesagt, dass er nochmal darüber nachdenken möchte, wie das mit dem Travel Ban sich entwickelt. Da ist aber irgendwie nichts bei rumgekommen, außer dass einige Zeit später gesagt worden ist seitens der US-Administration, dass, wenn man denn die Grenzen wieder aufmacht, ausschließlich Vollgeimpfte wieder einreisen dürfen. Und ja, dann gab es halt immer einige Gerüchte, wann das denn soweit sein soll, könnte. Da war erst tatsächlich vom 4. Juli die Rede, also nach dem Nationalfeiertag. Und dann war jetzt irgendwie der September im Gespräch und jetzt gerüchteweise soll es erst nach Thanksgiving sein. Man will es daran festmachen, dass wohl einige größere US-Fluggesellschaften ihre Flugpläne gen Europa wieder sehr zusammengestrichen haben. Nichts Genaues weiß man nicht. In jedem Falle gibt es jetzt allerdings meines Erachtens viel zu spät die Gegenbewegung seitens der EU, die halt jetzt auch überlegen, ob man die Grenzen für Amerikaner wieder etwas undichter machen soll, um es mal vorsichtig auszudrücken. In die Bundesrepublik dürfen ja im Moment ohnehin nur vollständig geimpfte Amerikaner einreisen. In anderen Ländern der EU ist das anders. Aber wie dem auch sei, auch die EU überlegte, ob man das dort wieder verschärfen müsste. Denn am Anfang war es ja so, das war ja auch mit einem Grund, warum wir seitens der EU die Grenzen wieder geöffnet haben, dass die Inzidenzen in den USA sich wesentlich positiver entwickelt haben, eine Zeit lang als hier in Gesamteuropa. Mittlerweile ist es genau umgekehrt. In den USA steigen die Fallzahlen wieder viel stärker als im Durchschnitt in Europa. Und der Witz an der Sache ist, dass die Amerikaner halt nach Europa dürfen und wir nicht, zumindest nicht direkt. Wir müssen erst in ein Land fliegen, was wesentlich höhere Fallzahlen hat, wesentlich niedrigere Impfquoten, müssen uns da 14 Tage aufhalten und dürfen dann in die USA rein. Und daran sieht man schon, wie absurd diese ganze Sache ist. Und jetzt habe ich genug gesammelt. Der Lars hat sicherlich da auch eine Meinung zu. Und danach haue ich dann auch nochmal so richtig drauf. Ja, also im Prinzip, um eine Zahl zu nennen, 507 Fälle pro 100.000, also ist eine 500er Inzidenz, während wir in Europa eine Inzidenz hatten. Ich gucke gerade nochmal auf meinen Fuschzettel
Die war wesentlich niedriger. Wir waren irgendwie bei 35, glaube ich, wenn ich das richtig rekapituliere. Und viele Dinge werden halt in der Tat reziprok gemacht. Das heißt also, wenn die eine Seite das erlaubt, erlauben wir das auch. Wenn die andere Seite es verbietet, verbieten wir es auch. Hat die USA ja gerade auch gemacht bei China. Wie funktioniert das? China, ja, die bestrafen Fluggesellschaften damit, dass sie nicht nach China fliegen dürfen, wenn zu viele Leute positiv getestet werden. Fluggesellschaften testen ja Leute schon, bevor sie zum Flughafen kommen. Das heißt also, man muss einen Test vorlegen, dann wird man getestet, bevor man ins Flugzeug kommt und dann wird in China nochmal getestet. Und da ist es so, dass man in eine Blackbox kommt und in dieser Blackbox kriegt man von China einfach nur gesagt, dass so und so viele Leute auf deinem Flug positiv getestet waren. Es waren, glaube ich, fünf und damit durften dann gewisse Flüge nicht gemacht werden. Das hat jetzt die USA einfach gesagt, hier, hör zu. Wir machen das auch für chinesische Fluggesellschaften. Und deshalb wird es Zeit in meinen Augen, weil es da keine Besserung gibt, dass man das auch für die Amerikaner einführt. Weil, hey, warum sollen die Amerikaner zu uns fliegen, wenn wir nicht rüberfliegen dürfen ohne Maläsche? Ich kenne natürlich, dass viele Kunden von mir, die haben also dieses komische NIE. Das ist eine Exception, National Interest Exception, glaube ich, ist die Abkürzung. Und können damit fliegen. Aber es ist halt ein Riesenaufwand und den kriegt man nicht ohne Probleme. Das gibt auch Firmen, die haben extra eine Firma in den USA gegründet, um das machen zu können. Aus dem Bekanntenkreis weiß ich das. Also insofern ist es wirklich in meinen Augen richtig, dass die EU endlich mal reagiert. Mario hatte mal was von zahnlosem Tiger gesagt, in anderen Zusammenhang mit der EU. Und sie müssen da ganz klar sagen, Leute, so nicht. Stopp. Da gebe ich dann die Hand fürs Stopp. Und Mario will jetzt weiter draufhauen, wobei ich doch nur seine Meinung verstärkt habe. Ja, doch nicht auf dich, lieber K. Lieber Lieber Karl. Lars, lieber Herr Korsten, wollte ich sagen. Lieber Lars, nein, natürlich auf beiden, wie ein Kollege hier in einer englischen Publikation schrieb, auf Deutsch übersetzt. Man ist schon sehr enttäuscht von der völligen Untätigkeit der Regierung Biden in Bezug auf diese absurde Politik. Es scheint so eine Vorliebe dazu zu geben, den Status quo grundlos aufrechtzuerhalten. Einfach nur so. Und zu diesem Schluss muss man ja kommen. Denn letztlich, es wird von der Administration immer gesagt, man würde der Wissenschaft folgen. Also ich meine, dieser Unsinn ist ja spätestens seit Greta völliger Nonsens. Und wenn man dann hört, man würde auf die Wissenschaft hören in den USA und lässt deshalb Europäer nicht rein. Aber alle möglichen Länder, wie zum Beispiel aus Mittelamerika, aus ja, Russland, Indonesien, Argentinien, alle dürfen rein. Man selber feiert in Florida wunderbare Partys ohne Maske und ungeimpft. Aber die Europäer, die dürfen halt erst rein, wenn sie in eins dieser Hochinzidenzländer waren. Und dann dürfen sie in den USA, weil das sicherer ist. Also ich halte das ja für vollkommen hanebüchen und es ist einfach wissenschaftlich nun nicht mal im Ansatz, irgendwie im Ansatz gedeckt. Zumal auch vor dem Hintergrund, dass sowohl in Europa als auch in den USA mittlerweile die Delta-Variante vorherrschend ist. Vor was will man sich dann bitte schützen? Also voll durchgeimpfte Europäer stellen doch weder für Amerikaner noch für sonst jemanden eine Gefahr dar. Und wenn Europa tatsächlich so gefährlich ist, warum lässt die USA dann ihre Bürger in die EU reisen? Macht alles keinen Sinn. Es ist eine völlig politische Entscheidung. Und einer hat hier kommentiert, und ich will das mal zitieren, ist auf Englisch, ich habe es mal übersetzt. Es ist ziemlich traurig zu sehen, dass Biden sich in mancher Hinsicht nicht allzu sehr von Trump unterscheidet. Beide haben es versäumt, den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu folgen, obwohl sie behaupten, sie tun es. Und beide haben Einreiseverbote für innenpolitische Fragen genutzt. Es ist traurig, wie ich eben schon sagte, dass Russen, Kolumbianer, Indonesier und Argentinier unter anderem in die USA einreisen können, aber unsere engsten Verbündeten aus Europa und dem Vereinigten Königreich nicht. Traurig. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und einer hat auch noch geschrieben, ich weiß nicht, was die EU mit einem Einreiseverbot für amerikanische Touristen erreichen will. Biden wird das sicherlich nicht beeindrucken. Das könnte stimmen. Wenn Europa ein deutliches Zeichen
setzen will, sollte es den oder die amerikanischen Botschafter rausschmeißen. Gut, das ist vielleicht ein wenig zu hart, aber da muss man mal schauen, was man machen kann. Nichtsdestotrotz, irgendetwas muss passieren und ich glaube schon, dass die Amerikaner es bringen würde, weil es da geht es ja hauptsächlich auch nicht nur um Touristen, sondern da geht es natürlich auch um Wirtschaftsbeziehungen und das ist schon etwas, worauf die EU jetzt tatsächlich Wert legen muss und sagen, Leute, das tut uns sehr leid, aber auch wir müssen unsere Mitbürger schützen. Wir müssen leider die Grenzen temporär für euch dicht machen. Ihr werdet an dieser Folge merken, Mario ist sehr involviert und es ist mehr ein Kommentar geworden als alles andere. Deshalb sind wir besonders gespannt auf eure Meinung, die ihr unten in der Kommentarspalte natürlich kundtun sollte. Wir sind sehr daran interessiert, was ihr denkt, was ihr hofft. Wollt ihr in die USA fliegen, sagt ihr, ach, das interessiert mich gar nicht. Sollen die machen, was sie wollen? Oder seid ihr auch von der Fraktion, so wie Mario und ich, wir wollen in die USA und wir müssen ein bisschen mal die Zähne rausholen und ein bisschen Gas geben. Ich finde das mit den Botschaftern logischerweise etwas übertrieben. Aber könnt ihr auch schreiben, was ihr von der... Das ist auch nicht meine Meinung. Ich habe das nur zitiert, um Gottes Willen. Das halte ich nur für völlig überzogen, den Botschafter rauszuschmeißen. Die USA sind bei aller Liebe ja dann nicht irgendwie ein Schurkenstaat. Alles gut. Nein, ich denke auch derjenige hat das nicht so ganz ernst gemeint. Aber es sind ja neben den wirtschaftlichen und touristischen Dingen ja auch durchaus menschliche Schicksale. Nicht? Wenn man dort Freunde hat, Partnerschaften, wenn man nicht verheiratet ist, kommt man nicht rüber. Mich selber betrifft es auch. Wir würden gerne die Patentante meines Sohnes besuchen. Das geht halt auch alles nicht. Und wie gesagt, wenn die USA ihre Grenzen wie die Australier oder die Neuseeländer komplett dicht machen würden und sagen, nee, es kommt gar keiner rein, dann hätte ich ja dafür Verständnis. Aber die halbe Welt darf rein, insbesondere die wesentlich schlechtere Corona-Zahlen haben. Und die Europäer, die dürfen nicht rein. Und das halte ich, also das ist absurd, da geht es kaum mehr. Ja. Ihr merkt, ich kann Mario nicht bremsen. Sein Redeanteil heute bei gefühlten 99,875%. Ja. Was nicht schlimm ist, das ist okay, das kompensiert für, wenn ich euch zuquatsche. Also insofern nochmal wirklich der Aufruf an euch, lasst uns wissen, was ihr dazu denkt. Denkt dran, zu subscriben, zu liken, die Glocke anzumachen und vor allem zu kommentieren, was eure Meinung zu dem Thema ist. Ich sage einfach danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Morgen gibt es den Stammtisch in Frankfurt. Morgen ist der 27. August, 18:30 geht es los. Mario sagt Tschüss. Ich sage Tschüss und sorry, wenn ich vielleicht heute etwas zu emotional war, aber das muss ja auch mal sein und dafür habt ihr die Möglichkeit, wie Lars es eben schon gesagt hat, kommentiert einfach, was ihr davon haltet. Bis morgen. Tschüss.